Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Kennen Sie diese Tage, an denen so viele Aufgaben auf Sie warten, dass Sie kaum noch Zeit finden, um mal richtig durchzuatmen? Man würde gerne all seinen Kram sortieren und logisch abarbeiten, aber immer und immer wieder kommt etwas dazwischen. Das zehrt total an den Nerven. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen zu jeder Zeit tun. Wenn Sie heute in so einem Chaostag vielleicht stecken oder Sie genau schon wissen, dass einer kommen wird, hier ein Stressstoßgebet aus den Psalmen. Psalm 62, Vers 2. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe und von ihm kommt meine Hilfe. Unser Alltag mit all seinen Herausforderungen, Terminen und Stressmomenten kann uns manchmal wie ein Sturm vorkommen. Ein Sturm, der an uns zehrt und nahezu uns umwirft, obwohl wir uns mit aller Kraft gegen ihn stemmen. In solchen Alltagsstürmen können wir uns nur noch einen Ort zum Unterstellen und Schutz suchen. David beschreibt in seinem Lied in Psalm 62, Vers 3 den Herrn als diesen Ort. Nur er ist mein Fels, mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Es ist Gottes beruhigende Gegenwart, die uns im Chaos Atem holen lässt. Augustinus von Hippo, ein alter Kirchenvater, sagte einmal, wir Christen gehen nur deshalb in den Stürmen der Welt nicht unter, weil wir vom Kreuzesholz getragen werden. Passend zu diesem Zitat haben wir in unserer Bibelschule hier in Breckerfeld ein beeindruckendes Bild hängen, das mich immer wieder genau daran erinnert, an wen ich mich klammern kann, wenn ich nahezu am Ertrinken bin. Reden wir doch mal Tacheles darüber. Ich frage Sie heute ganz unverblümt, wie reagieren Sie in Ihrem Alltagschaos, wenn es Ihnen einfach nicht gelingt, die Aufgaben der Reihe nach so abzuarbeiten und zu erledigen? Starten Sie mit einem Stoßgebet und bitten um Gottes beruhigende Gegenwart? Oder lassen Sie sich vom Aufgabensturm so mir nichts, dir nichts einfach umwehen? Diesen Fragen müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, seien Sie doch einfach ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel.